Hallo, herzlich willkommen im Häkelzimmer. Ich möchte mit euch heute gerne nochmal ein Tuch im Reliefstäbchenmuster häkeln. Ich hatte vor einigen Wochen schon mal so ein Tuch gehäkelt und da haben mir einige von euch geschrieben, dass sie das Muster bzw. die Einstichstellen bei dem Tuch nicht so gut erkennen konnten, weil die Wolle, die ich ausgewählt habe, so dunkel war. Ich habe so eine Wolle jetzt hier nochmal in etwas hellerer Farbe und zwar in so einem Pastell, in so verschiedenen Pastelltönen. Mit Rosa und Lila, ein bisschen Grau ist dazwischen und dann ist hier noch so ein Orange-Teil. Ich denke, dass man das damit wahrscheinlich besser sehen kann. Das ist ein Farbverlaufsbobble von Ricoh Design, Creative Cotton Degradé in der Print-Version, geeignet für 3,5er Nadeln. Der Knäuel wiegt 200 Gramm und hat eine Lauflänge von 800 Metern. Die Wolle setzt sich zusammen aus 50% Baumwolle und 50% Polyacryl. Genau, ich mache das also heute nochmal in der Hoffnung, dass ihr es dann da bei diesem mit diesem Dreieckstuch besser sehen könnt, wo und wie ich da eingestochen habe. Und außerdem hat mir das auch so gut gefallen, dass mir das eigentlich sogar ganz gut passt, weil ich gern noch ein zweites Tuch in dieser Ausführung hätte. Also von daher passt das eigentlich ganz gut. Ich hole mir hier jetzt mal gerade den Faden, den Anfangsfaden aus der Mitte des Knäuels heraus. So, ich habe jetzt den Anfangsfaden hier gefunden. Ich bilde jetzt erstmal einen Anfangsknoten, indem ich von hinten hier durch diese Schlaufe steche, den Faden durchhole. Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Das macht ihr natürlich so, wie ihr das gewohnt seid und das am liebsten macht. Dann habt ihr hier den Anfangsknoten gebildet und dann schlagen wir zunächst erstmal vier Luftmaschen für den Start an. Eins, zwei, drei und vier Luftmaschen. Und diese kleine Kette von vier Luftmaschen verbinden wir jetzt mit einer Kettmasche zu einem Ring. Und zwar gehen wir dafür in die erste Luftmasche zurück, holen den Faden durch und ziehen ihn dann durch die Schlaufe auf der Nadel direkt durch. So haben wir eine Kettmasche gehäkelt. Und hier ist dann jetzt so ein kleiner Ring entstanden, da wo jetzt mein Fingernagel so rausschaut. Hier ist dann gleich die Einstichstelle, also die Mitte von diesem Ring. Da häkeln wir gleich die ersten Maschen für dieses Dreieckstuch rein. Vorher nehmen wir aber noch mal vier Luftmaschen. Eins, zwei, drei und vier. Und dann fangen wir an und häkeln in diesen Ring, in diese Mitte hinein, häkeln wir vier Stäbchen. Wir nehmen einen Umschlag, stechen in diese Mitte von dem Ring hinein, holen den Faden durch, haben drei Schlaufen auf der Nadel, ziehen den Faden durch zwei. Und nochmal durch zwei, haben also so ein Stäbchen gehäkelt. Und das machen wir jetzt noch dreimal, immer in diesen Ring hinein. Haben jetzt ein zweites Stäbchen gehäkelt, ein drittes und ein viertes. Dann nehmen wir zwei Luftmaschen und häkeln nochmal vier Stäbchen in diesen Ring, also in die gleiche Einstichstelle, nochmal vier Stäbchen. Eins, zwei, drei. Zum Abschluss dieser Reihe, das machen wir bei jeder Reihe von diesem Tuch so, häkeln wir jetzt ein doppeltes Stäbchen. Um ein doppeltes Stäbchen zu häkeln, wickelt man den Faden zweimal um die Nadel, also man nimmt zwei Umschläge, sticht dann nochmal in diesen selben Ring hinein, holt den Faden durch und hat dann vier Schlaufen auf der Nadel. Dann zieht man den Faden einmal durch zwei Schlaufen, holt den Faden dann nochmal, zieht ihn nochmal durch zwei. Da haben wir noch zwei auf der Nadel und ziehen den Faden noch einmal dann durch die letzten verbleibenden zwei Schlaufen auf der Nadel. Das ist ein doppeltes Stäbchen. Und dann haben wir die erste Reihe von diesem kleinen Dreieckstuch fertig. So sieht das dann aus. Also wir haben hier angefangen oben in der Mitte des Dreiecks. Das hier ist die Spitze, da wo wir die zwei Luftmaschen genommen haben. Da ist gleich die Spitze des Dreiecks. Das sieht man dann immer an dieser etwas größeren Einstichstelle mit den zwei Luftmaschen. Und das hier sind die Seiten. Wir machen jetzt die nächste Reihe von diesem Tuch. Das war jetzt quasi die erste.
Jetzt kommt die zweite und wir nehmen vor, Beginn jeder Reihe immer 4 Luftmaschen zum Wenden und drehen dann das Gehäkelte einmal so um, um dann weiter zu häkeln. Wir starten immer jede Reihe, indem wir zwei Stäbchen in die erste Masche auf der Reihe häkeln. Das ist hier unsere erste Einstichstelle, die erste Masche nach den Luftmaschen, die wir zum Wenden genommen haben, und da rein häkeln wir 2 Stäbchen. Wir nehmen einen Umschlag, stechen in diese erste Masche rein, holen den Faden durch, ziehen ihn durch 2 und nochmal durch 2 und stechen nochmal in die gleiche Masche ein, mit Umschlag wieder, und machen da nochmal ein Stäbchen. 2. Genau. Und jetzt häkeln wir in jede Masche bis zur Spitze, hier ist ja die Spitze, ein ganz normales Stäbchen. Wir nehmen also einen Umschlag, stechen in die nächste Masche rein, holen den Faden durch, ziehen ihn durch 2 und nochmal durch 2, nehmen wieder einen Umschlag, stechen in die nächste Masche, holen den Faden durch 2 und durch 2, in die nächste Masche rein und noch ein Stäbchen. Und dann sind wir schon an der Spitze angekommen. Hier ist die letzte Masche vor der Spitze. Auch dort hinein häkeln wir nochmal ein Stäbchen. Und dann sind wir wieder an der Spitze angekommen. In die Spitze hinein häkeln wir jetzt 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen. Also wir nehmen einen Umschlag, gehen in diese etwas größere Einstichstelle der Spitze rein, machen ein Stäbchen, ein zweites Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen. Dann haben wir die Spitze behäkelt, wenn wir das so machen. So machen wir es immer. In die Spitze kommen immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und dann häkeln wir die andere Seite wieder zurück, indem wir in diese verbleibenden Maschen auf dieser Seite hier auch normale Stäbchen häkeln. Ein Umschlag, in die nächste Masche reingehen, ein Stäbchen häkeln, wieder ein Umschlag, die nächste Masche, Umschlag, einstechen, Faden durch 2 und durch 2. Und dann sind wir hier am Ende dieser Seite angekommen. Hier ist wieder dieser kleine Bogen, in den hinein häkeln wir am Ende auch noch einmal rein. Und zwar häkeln wir da 2 Stäbchen in diesen Bogen rein. Und zum Abschluss der Reihe nochmal ein doppeltes Stäbchen, so wie wir es auch in der ersten Reihe gemacht haben. Also 2 Umschläge auf die Nadel nehmen, nochmal in diesen Bogen rein, den Faden durch 2 ziehen, durch 2 und nochmal durch 2. So haben wir jetzt die zweite Reihe beendet. Die ersten beiden Reihen von diesem Tuch sind also schon fertig. Und so machen wir das jetzt immer. Also wir häkeln immer 2 Reihen normale Stäbchen und dann eine Reihe Reliefstäbchen von vorne und eine Reihe Reliefstäbchen von hinten. Jetzt sind wir also bei der dritten Reihe und machen eine Reihe Reliefstäbchen von vorne. Dazu nehmen wir auch wieder 4 Luftmaschen zum Wenden, wie immer. Dann drehen wir das Gehäkelte um und häkeln wieder am Anfang in die erste Masche 2 normale Stäbchen. So startet immer jede Reihe, also auch die Reihen, in denen Reliefstäbchen gehäkelt werden, werden mit normalen Stäbchen, 2 normalen Stäbchen in die erste Masche begonnen. Und dann, wenn wir das gemacht haben, dann geht es los mit diesem Reliefstäbchenmuster. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt bei dieser Wolle besser sehen. Ich halte das extra mal so ein bisschen näher an die Kamera. Um ein Reliefstäbchen zu häkeln von vorne jetzt in dieser Runde, macht man einen Umschlag und sticht dann nicht oben in den Maschenkopf rein, wo man sonst immer normalerweise einsticht, wenn man normale Stäbchen häkelt, sondern wir stechen etwas tiefer ein, und zwar von vorne um diesen Körper der Masche herum. Ich ziehe es mal hier so ein bisschen auseinander. Wir haben den Umschlag und gehen dann von vorne um diesen Maschenkörper herum. Also von vorne einstechen, die Nadel hinter diesen Maschenkörper entlang führen. Ich ziehe das dann immer so ein bisschen nach vorne, dass das so ein bisschen kippt. Und dann holt man sich den Faden und mascht das Ganze ganz normal ab
so wie man sonst ein Stäbchen häkelt. Also man zieht ihn durch zwei und durch zwei. Und dann fällt diese Masche hier so ein Stück nach vorne, weil wir ja nicht oben eingestochen haben, sondern drumherum und das dann so nach vorne ziehen. Und dann fallen die einzelnen Maschen alle so ein Stück weiter nach vorne. Und daraus ergibt sich dann so eine Reliefstruktur, deswegen heißt das Reliefstäbchen. Und das sieht sehr schön aus, wenn das dann nachher so in den einzelnen Reihen aus dem Tuch so hervorsticht. Wir machen das jetzt nochmal, einen Umschlag nehmen. Wir gehen in die nächste Masche, die ist ja hier, auch wieder von vorne um den Maschenkörper herum. Holen dann den Faden, ziehen ihn da durch, ziehen das so ein bisschen hoch, haben dann drei Schlaufen auf der Nadel, wie immer. Ziehen den Faden durch zwei und nochmal durch zwei. Und das machen wir jetzt so in jeder Masche bis zur Spitze. Also immer von vorn um den Maschenkörper herum stechen, sodass die Nadel hinter dem Maschenkörper entlang geht. Den Faden holen, durch zwei und durch zwei. Umschlag vor dem nächsten Maschenkörper einstechen. Faden holen, durch zwei und durch zwei. Umschlag vor dem Maschenkörper einstechen. Also Reliefstäbchen zu häkeln ist was nicht unbedingt jetzt als Anfängerprojekt total gut geeignet ist. Also bei mir war es auf jeden Fall so, dass mir das anfangs ein bisschen schwer gefallen ist, weil man so ein bisschen, das ist so ein bisschen friemelig. Und das gelingt Anfängern nicht zwangsläufig so super gut. Also das müsst ihr einfach mal ausprobieren, wie das bei euch ist. Wenn ihr euch das zutraut und ihr das probieren möchtet, dann macht das auf jeden Fall. Aber wenn ihr noch nie gehäkelt habt und jetzt hier vielleicht anfangen möchtet mit ersten Häkelprojekten, dann würde ich das nicht unbedingt so als Einstieg empfehlen. Es sei denn, ihr traut es euch zu, dann macht es natürlich. Aber ich fand das anfangs ein bisschen schwierig, das muss ich sagen. Aber wie alles, wenn man das ein paar Mal gemacht und geübt hat, dann ist das eigentlich nicht mehr schwierig. Und dann kann man das auch gut machen. Achso, jetzt habe ich hier gar nicht erklärt. Natürlich wieder in die Mitte hinein häkeln wir wieder wie auch in der Vorreihe zwei normale Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei normale Stäbchen. Das bleibt also gleich, auch in den Runden, in denen Reliefstäbchen gehäkelt werden, wird in die Spitze mit normalen Stäbchen gehäkelt. Und dann machen wir die Seite wieder zurück, das Dreiecks stechen, also wieder von vorne um den Maschenkörper rum, holen den Faden durch zwei und durch zwei. Und machen das auch hier in jedem Stäbchen der Vorreihe so, dass wir um jedes Stäbchen herum ein Reliefstäbchen häkeln von vorn. So genau wie auf der anderen Seite einen Umschlag nehmen, von vorn um das Stäbchen herumstechen und das Reliefstäbchen häkeln. Jetzt haben wir hier noch ein Stäbchen der Vorreihe, auch da machen wir das so und häkeln dann nochmal zum Abschluss in den Bogen, so wie in der Vorreihe auch, zwei normale Stäbchen. Und da noch ein doppeltes Stäbchen mit zwei Umschlägen in den Bogen stechen. Vier Schlaufen auf der Nadel, den Faden dreimal durch zwei ziehen. Hier aufpassen, dass man jeden einzelnen dieser kleinen Fäden, aus denen sich dieser Bobbel zusammensetzt, erwischt, dass da nichts abfällt, weil dann entstehen so kleine Schlaufen, das sieht dann nicht so schön aus. Da muss man also immer drauf achten. Die nächste Reihe ist fertig. Ich zeige euch die gleich mal von der anderen Seite. Dann sieht man besser, wie das Reliefmuster entsteht. Jetzt nehmen wir erstmal nochmal vier Luftmaschen zum Wenden. Drehen dann das Gehäkelte um. Und dann können wir schon diese Reliefstruktur erstmals so ein bisschen erkennen. Das sieht man nachher noch viel besser, wenn das dann mehrere Reihen sind. Und wenn dazwischen wieder normale Stäbchen gehäkelt werden, dann sieht man, wie das so hervorkommt. Das sieht sehr schön aus. Jetzt machen wir in der nächsten Reihe, fangen wir also wieder so an, dass wir zwei normale Stäbchen in die erste Masche häkeln, so wie immer. Eins, zwei.
und noch ein zweites Stäbchen in diese erste Masche. Und jetzt machen wir das in dieser Reihe also so, dass wir jetzt diese Reliefstäbchen von hinten häkeln. Und zwar geht das wie folgt. Wir nehmen auch hier einen Umschlag und stechen dann nicht von vorne um dieses erste Stäbchen herum, sondern wir gehen von hinten in diese Einstichstelle rein. Führen dann die Nadel vor dem Maschenkörper entlang, statt wie in der Vorreihe hinten rum, und ziehen dann dieses Stäbchen so ein Stück nach hinten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kompliziert und ihr könnt das sehen. Und dann nehmen wir den Faden hinten rum, ziehen ihn von hinten etwas hoch und häkeln das Stäbchen hinten zu Ende. Also wir nehmen den Umschlag, gehen hinter dem nächsten Stäbchen entlang, hinter diesem Maschenkörper, und ziehen den Faden hinten hoch. So werden Reliefstäbchen von hinten gehäkelt. Und das machen wir jetzt in jedem Stäbchen dieser Vorreihe, indem dass wir also immer von hinten um den Maschenkörper rumstechen, den dann so ein bisschen nach hinten ziehen und das Stäbchen hinter dem gehäkelten beenden. So würde ich es mal sagen. Und dann hat man das Reliefstäbchen von hinten gehäkelt. Das machen wir also wieder so bis zur Spitze von dem Dreieck, immer um jedes dieser Stäbchen ein Reliefstäbchen von hinten herum häkeln. Also ein bisschen hier ziehen und dann hinten das Ganze zu Ende häkeln, durch zwei und durch zwei. Dann ist hier das letzte Stäbchen vor der Spitze. Auch da gehen wir von hinten drum herum und häkeln das Reliefstäbchen von hinten zu Ende. Dann sind wir hier an der Mitte, an der Spitze des Tuchs, und da machen wir wieder zwei normale Stäbchen rein. Machen dann wieder zwei Luftmaschen und nochmal zwei normale Stäbchen. Und häkeln dann diese Reihe zu Ende an dieser Seite, indem wir auch hier in jedes der Stäbchen Reliefstäbchen von hinten häkeln. Also einen Umschlag nehmen, von hinten einstechen, um die Masche herum, um diesen Maschenkörper, den Faden hinten durchziehen und das Stäbchen abmaschen. Also immer beim nächsten dann wieder hier von hinten in die nächste Einstichstelle. So die Nadel vor dem Maschenkörper entlang führen, so ein bisschen nach hinten ziehen. Also dafür muss man so ein bisschen ein Gefühl bekommen. Macht auch Sinn, wenn ihr das noch nie gemacht habt, das vielleicht vorher einfach ein bisschen zu üben, einfach vielleicht eine Reihe Stäbchen zu häkeln und dann in die nächste Reihe obendrauf einfach Reliefstäbchen von vorn und von hinten einfach mal probieren, dass ihr mal schaut, was ihr so, ob ihr dafür schon ein gutes Gefühl habt. Und wenn das so ist, kann man sich natürlich auf jeden Fall an dieses Tuch rantrauen. Also ich glaube, das ist nicht so schwierig, wie es aussieht. Man braucht einfach nur so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie man das halt angehen muss. Bin ich hier bei der vorletzten Reihe, beim vorletzten Stäbchen angekommen. Hier ist das letzte und auch da drumherum häkel ich noch ein Reliefstäbchen von hinten. Bin dann wieder an diesem kleinen Bogen und da rein häkel ich dann wieder zwei Stäbchen.
und zum Abschluss der Reihe noch ein doppeltes Stäbchen, zwei Umschläge in den Bogen rein, Faden durch zwei ziehen, durch zwei und durch zwei. So sieht das jetzt also aus, wenn wir die erste Runde mit allen Reihen, so wie sie hier gehäkelt werden, einmal gehäkelt haben. Also wir hatten hier am Anfang zwei Reihen mit normalen Stäbchen, dann eine Reihe Reliefstäbchen von vorne und eine Reihe Reliefstäbchen von hinten. Und jetzt, so machen wir es die ganze Zeit weiter, das ganze Tuch über. Wir häkeln also immer zwei Reihen normale Stäbchen, dann eine Reihe Reliefstäbchen von vorne und dann eine Reihe Reliefstäbchen von hinten, so lange bis das Tuch so groß ist, wie man es gerne hätte. Und zu Beginn einer jeden Reihe nehmen wir also immer vier Luftmaschen und häkeln dann zwei normale Stäbchen in die erste Masche. Jetzt fange ich also wieder mit der nächsten Reihe normale Stäbchen an. In jede Masche wieder oben reinstechen, in die normale, in Anführungsstrichen, Einstichstelle und eben nicht um den Maschenkörper herum, sondern ganz normal oben in diese Einstichstelle reinstechen, bis wir hier oben wieder an der Mitte angekommen sind. Da zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen rein und dann die andere Seite zurück mit normalen Stäbchen. Das machen wir dann noch einmal und dann wieder eine Reihe Reliefstäbchen von vorne und eine von hinten. Ich mache jetzt mal ein paar Reihen mit dieser Wolle weiter, zeige euch dann gleich mal, wie der Farbverlauf so aussieht. Also ich finde, das sind schon schöne Farben mit diesen Orangetönen dazwischen, gefällt mir sehr gut. Das gucken wir uns gleich mal zusammen an, wenn ich so ein bisschen weiter gehäkelt habe und der Farbverlauf schon so ein bisschen deutlicher wird. Dann könnt ihr mal schauen, wie das mit dieser Wolle aussieht. Und natürlich zeige ich euch nachher auch noch das Endergebnis. So, ich habe jetzt dieses Tuch so gut wie fertig gehäkelt. Ich habe jetzt insgesamt ungefähr eine Länge, also hier eine Breite quasi von einer Spitze hier bis rüber zur anderen Seite, sind es bei mir jetzt 1,25 Meter. Und in der Höhe, also hier von der Mitte bis runter in die Spitze, sind 56 cm geworden. Man sieht hier diesen schönen Farbverlauf von dem Garn. Es ist, fängt mit so orange-brauntönen an und geht dann immer weiter über in lila, rosa. Am Ende wird es wieder so ein bisschen heller hier in den letzten Reihen. Finde ich in dieser Print-Version einen richtig schönen Farbverlauf, weil das so ein bisschen unruhig ist. Also es ist nicht so ein sozusagen linearer Farbverlauf, wo immer ein Faden ausgewechselt wird und durch einen anderen ersetzt wird, sondern das springt so ein bisschen hin und her. Dann taucht das Lila mal wieder hier auf und dann ist es hier mehr. Also es ist so ein bisschen unruhiger. Finde ich eigentlich, sieht sehr schön aus. Vor allem diese Farbzusammenstellung gefällt mir gut. Und ihr seht halt auch schön hier dieses Muster, diese Reliefstäbchen, die dann immer so hervorkommen aus dem Tuch. Das sieht einfach schick aus und ist auch schön, wenn man das trägt. Also ich finde, das sieht einfach schön aus. Ja, ich habe jetzt hier zum Ende wieder zwei Reihen normale Stäbchen gehäkelt und werde jetzt nochmal feste Maschen als Abschluss von diesem Tuch häkeln. Eine Zuschauerin von meinem Kanal, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, hat mir geschrieben, unter das andere Video, was ich hierzu gemacht habe, dass sie zwei Reihen feste Maschen zum Abschluss gemacht hat. Und ich habe mir überlegt, das mache ich jetzt auch mal, einfach um mal zu gucken, wie das dann aussieht. Oh, ich habe jetzt hier gerade, hat sich das so ein bisschen gelöst. Ich muss jetzt noch einmal das doppelte Stäbchen zum Abschluss noch einmal häkeln. Das mache ich jetzt mal gerade noch. Dann habe ich die letzte Reihe Stäbchen komplett beendet und dann mache ich jetzt um das ganze Tuch herum zwei Reihen feste Maschen, um dann so eine schöne Abschlusskante zu haben. Dazu nehme ich dann zum Wechseln, nicht wie wir es bisher immer gemacht haben, vier Luftmaschen, sondern nur eine, weil wir jetzt ja nur noch feste Maschen häkeln. Dann drehe ich um und dann häkle ich in jede Masche von diesem Tuch eine feste Masche. Also ich gehe immer in jede Masche rein, jetzt hier in die erste, ohne Umschlag, habe dann zwei Schlaufen auf der Nadel und ziehe den Faden direkt durch beide. Und das mache ich in jede Masche des gesamten Tuches. Immer feste Maschen häkeln. Ich zeige euch gleich nochmal, wie es geht, wenn man an der Spitze ist. Aber jetzt erstmal diese Seite hoch. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger, weil das Tuch mittlerweile schon so groß ist.
Bis man dann so die Spitze wieder erreicht hat, dauert es am Ende natürlich viel länger als am Anfang, ist ja klar. Das machen wir jetzt erstmal bis zur Spitze hin. In jede Masche eine feste Masche. So, ich nähere mich hier jetzt der Spitze des Tuchs mit meinen festen Maschen. Hier ist die letzte Masche vor der Spitze. Auch da häkel ich eine feste Masche hinein. Und dann häkel ich in diese Spitze rein zwei feste Maschen. Mache dann eine Luftmasche und nochmal zwei feste Maschen in die Spitze. Und dann häkle ich wieder an der Seite zurück, mache hier wieder in jedes der Stäbchen auf der anderen Längsseite auch eine feste Masche. Und genau das gleiche mache ich dann, wenn ich hier am Ende dieser Seite angekommen bin, nochmal. Also ich mache dann eine weitere Runde von festen Maschen, nehme dann gleich hier am Ende dieser Seite wieder eine Luftmasche zum Wenden und häkle dann nochmal eine ganze Runde feste Maschen. Und wenn ich das gemacht habe, dann zeige ich euch nochmal, wie das Endergebnis aussieht und insbesondere eben auch, wie dieser Rand aussieht, wenn man den etwas breiter mit zwei runden Festmaschen gehäkelt hat. Können wir uns das dann gleich nochmal zusammen anschauen. So, ich habe den Schal jetzt fertig gehäkelt, dieses Dreieckstuch. Ihr seht jetzt hier diese Abschlusskante bestehend aus zwei Reihen Festmaschen. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Und gefällt mir auch tatsächlich besser, als wenn man nur eine Reihe feste Maschen hat, so wie ich es bei dem anderen Tuch gemacht habe, weil dann diese Kante einfach ein bisschen breiter ist und irgendwie einen schöneren Abschluss bildet. Vielen Dank für diesen Tipp. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr mir sowas schreibt, wie ihr das macht oder ob ihr andere Ideen habt oder was euch so einfällt zu dem, was ich hier gemacht habe. Und dann kann man das, wenn man Lust hat, auch direkt umsetzen. Also finde ich schön, war eine gute Idee. Und das Tuch als solches gefällt mir halt auch gut. Ich muss jetzt nur noch diese die Fäden vernähen, hier den am Anfang und hier habe ich noch einen ganz am Ende. Das muss ich noch machen und dann ist das Tuch fertig und kann getragen werden. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!